meinem letzten Video habe ich euch meine Erfahrungen über meine Nasen-OP geschildert und auch ein Video gemacht vor der Nasen-OP. Falls es euch interessiert, welche Erfahrungen ich gemacht habe und wie meine Nasen-OP in Tschechien abgelaufen ist, schaut es euch unbedingt an. Ich hatte vor 3 Monaten eine Nasen-OP in Tschechien und ich bin immer noch sehr überglücklich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Ich habe es, glaube ich, nicht wirklich gezeigt in den Videos, wie es geworden ist von der Seite. Ich hoffe, dass man das auch sehen kann. Es ist schön gerade und die Nase ist natürlich schmaler geworden. Jetzt sieht es nicht mehr so aus wie bei einem Boxer. Und ja, das macht mich einfach glücklich. Und heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, die ihr vor und nach der OP beachten müsst. Mädels, es ist wichtig, dass ihr nach der Nasen-OP wirklich gut auf eure Nase aufpasst. Ich durfte 2 Wochen vor der Nasen-OP keine Medikamente nehmen, die die Blutgerinnung hemmen. Das ist zum Beispiel Aspirin. Aber dadurch, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, brauche ich gar keine Medikamente mehr und ich habe auch gar keine Schmerzen. Mädels, die oft Kopfschmerzen haben, das kenne ich, die greifen auch oft zu, beziehungsweise ihr greift oft zu Medikamenten, damit ihr die Kopfschmerzen nicht mehr habt, und das habe ich auch früher gemacht. Ich kann euch nur empfehlen, trinken diesen 2 Wochen oder 3 Wochen, besser wie gesagt früher, damit aufzuhören. Viel, viel Wasser, weil soweit ich weiß, trinken sehr viele Mädels ziemlich wenig Wasser und ich alleine trinke 2 bis 3 Liter am Tag und ich fühle mich einfach sehr gut damit. Oder das kann auch daran liegen, dass ihr auch die Pille eventuell wechseln solltet, beziehungsweise am besten absetzen solltet wie ich. Ich hatte immer starke Kopfschmerzen gehabt, als ich die Pille genommen habe und jetzt sind die einfach mal weg. 2 Wochen vor der Nasen-OP dürft ihr auch nichts rauchen und auch nichts trinken. Mich betrifft das natürlich nicht. Ich war das letzte Mal mit 18 betrunken und ich muss ehrlich sagen, einmal und nie wieder. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Glas trinke, dann spüre ich das sofort in den Beinen. Und es ist einfach, ich bin wirklich froh, dass ich gar keinen Alkohol mehr trinke und ich habe schon ewig nichts mehr getrunken und ich brauche das einfach nicht. Und wenn, bitte macht bloß keinen Termin, wenn ihr Tage habt. Ich glaube sowieso daran, dass man, wenn man Tage hat, nicht ins Solarium gehen soll oder die Haare färben soll, was gibt es da noch, ja, und sich auch nicht operieren lassen soll. Und ich habe darauf gar nicht geachtet, ich habe einfach einen Termin gemacht und der war genau an dem Tag, an dem ich meine Tage bekommen sollte. Und ich habe nur einfach nur gesagt, oh Gott, was mache ich jetzt? Dann habe ich mir einfach entschieden, gut, ich habe Hotel gebucht, ich habe alles schon geplant und wegen meiner Prüfungen habe ich das alles wirklich sehr gut organisiert und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre einfach mal hin. Und ja, ich hatte zum Glück, die Tage sind einfach eine Woche später gekommen, weil wenn ich jetzt überlege, dass am Tag vor der OP denken sie, oh scheiße, soll ich jetzt die Pille nehmen oder soll ich sie jetzt lassen? Was mache ich jetzt? Ja, deswegen informiert euch rechtzeitig. Noch überlege, dass ich Tage haben sollte und ihr wisst, dass man, wenn man Tage hat, man mehr schwitzt und man fühlt sich einfach unwohl und danach kommt noch die Nasen-OP. Gott, dann habe ich mir gedacht, Gott sei Dank habe ich nicht dieses Pech gehabt, dass ich genau an dem Tag dann doch die Tage bekommen habe. Wer die Pille nimmt, informiert euch davor, ob ihr die Pille an dem Tag noch einnehmen dürft oder nicht. Dann braucht ihr, was ich noch gekauft habe, ist eine Wundsalbe. Ich habe dann noch, glaube ich, 4 Tütchen Ohrstäbchen gekauft. Damit putzt man auch die Nase und noch die Salbe. Die habe ich dann so lange benutzt, bis sie leer war. Das war wirklich so ein kleines Ding. Und dann habe ich einfach die Nase immer damit eingecremt und es hat sich schon viel besser angefühlt, weil die Nase ist am Anfang ja sehr trocken und ihr braucht es einfach wegen dem Blut, weil sich über die Tage das Blut dort angesammelt hat. Und dann habe ich noch diese Ohrstäbchen. Genau, dann habe ich noch diese Ohrstäbchen mit dem Wasser noch ein bisschen nass gemacht und meine Nase gesäubert. In der ersten Woche dürft ihr eure Haare nicht waschen und auch nicht duschen. Achtet bitte drauf, ich habe auch so lange gewartet. Bei mir war das noch viel schlimmer, oh Gott, wo ich meine Haare gewaschen habe, das war einfach grauenhaft. Ich hatte ja noch die Augenbrauen, das Augenbrauen-Lifting, aber man sieht wirklich minimal. Also darüber will ich auch nicht reden, weil ja. Ich habe noch ein bisschen Narben hier
Auf jeden Fall waren meine Haare total verklebt und das ging einfach nicht weg. Ich habe wirklich mehrmals die Haare waschen müssen, bis das weggegangen ist. Es war so ein extrem starker Kleber, ich weiß nicht. Sogar Häuser würden da kleben bleiben, wenn man das irgendwo kleben sollte. Ja, das war einfach schlimm, ja? Und beim ersten Mal musste mir meine Mama helfen, weil ich konnte die Haare wirklich nicht waschen. Ich konnte mich einfach nicht bewegen und wenn ich nach unten geschaut habe, dann habe ich einfach gemerkt, dass die Nase mehr anschwillt. Ich konnte mich wirklich nicht bewegen. Bei meiner Freundin, die hatte jetzt vor kurzem eine Nasen-OP gehabt und bei ihr war das eigentlich ganz gut. Sie hat aber gesagt, weil sie ja extrem lange Haare hat, dass sie 2 Stunden gebraucht hat, um ihre Haare zu waschen. Aber bei mir hat es kurz unter meiner Mama gemacht und es ist immer besser, dass es jemand anders macht, weil es wichtig ist, dass der Kopf nicht nach unten geht, sonst wird die Schwellung die Nase mehr anschwellen. Und falls ihr das auch bemerkt habt, dass wenn wir eben auf dem Bauch schlafen, bekommen wir auf der, kommt darauf an, auf welche Seite wir schlafen, mehr Pickelchen auf der Seite, weil wir eben in der Nacht schwitzen. Deswegen ist sowieso die Bauchposition nicht empfehlenswert, weil der ganze Körper einfach auf den Organen liegt. Und ich merke das jedes Mal, dass ich morgens mit Rückenschmerzen aufwache. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, könnt ihr mal erzählen, ob ihr auch Rückenschmerzen habt, wenn ihr auf dem Bauch schläft. Auf jeden Fall hatte ich sie. Ich habe jetzt mitbekommen, dass so eine Nasen-OP eigentlich an sich gar kein Spaß ist, weil man ziemlich viele Sachen beachten muss. Aber ich bin jetzt in dem dritten Monat, fast in dem dritten Monat, und ich bin wirklich glücklich, dass ich alles überstanden habe, weil das war wirklich nicht einfach. Also Mädels, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche zeige ich euch 10 Fakten über Nasenkorrekturen. Verpasst es nicht, weil es ziemlich wichtig ist zu wissen. Und ich freue mich schon. Bis bald. Tschüss.